Jo, hi. Heute ist der 6.10., der 6. Oktober 2010 und der dritte Tag im Projekt Carport. Und für mich ist heute quasi Freitag. Ab morgen werde ich dann die Ana ablösen. Ja, insgesamt wird es wahrscheinlich wieder nur ein Update-Vlog werden, also nichts Längeres, nichts Größeres, wahrscheinlich kein Thema, aber mal schauen. Es ist cool, es ist immer noch total warm. Und wir haben es Oktober, aber es ist warm wie ein Augustmorgen. Seltsam, dafür, dass wir schon mal 1 Grad hatten. Jo, wir ahnen es bereits. Ich brauche dringendst einen Kaffee. Was mir gerade so aufgefallen ist, also entweder haben wir uns jetzt wieder mit dem Halloween-Zeug so ein bisschen beruhigt, weil wir dürfen ja wieder Karneval feiern. Oder es ist moderater geworden. Also einfach augenfreundlich angenehmer. Und geht mir nicht so wahnsinnig auf den Keks. Ja, hier ist es echt wie Oktober. Also gefühlt, wettermäßig, temperaturmäßig. Bei uns zu Hause war es noch fast wie ein Sommermorgen. Angenehm warm. Obwohl es da auch ein bisschen windig war. Ja, muss wohl am Landwehrkanal liegen. Ja, mal gucken, was dann der heutige Tag bringt. Kundenprojekte sind soweit durch, an denen ich beteiligt bin. Das Chaosprojekt und noch 2 andere auch. Jetzt kann ich wieder Sachen machen, für was ich arm bezahlt werde und vor allem, was ich wirklich gut kann. Gestern kurz ein Meeting gehabt und über ein Tool, das zwar auch mit Facebook zu tun hat, aber eben nur am Rand. Also hat zwar Facebook im Hauptfokus, aber rein technisch mit dem eher am Rand zu tun hat. Weil momentan muss ich sagen, echt hier, weil da passiert einfach nichts. Also gravierende Fehler und so werden nicht behoben. Und das frustriert einen schon ganz schön. Ich sag mal so, das ist jetzt ein Zustand, der fast ein Jahr anhält. Und also ich sag mal so, ich bin schon drüber und mein Mitarbeiter nähert sich langsam der Grenze. Also wenn der morgens die Fehlerliste liest, dann hat er eigentlich fast schon oft keinen Bock mehr. Der Fahrstuhl der Hölle ist wohl in der Hölle verreckt. Er kommt nicht, bewegt sich nicht und ist tot. Oder von Dämonen besessen. Hatte ich nicht vorhin gesagt, Halloween ist dieses Jahr locker und geht mir nicht auf den Kopf? Auf den Keks? Ich glaube, ich bin selber von Halloween besessen. Nur für die Statistik. Erster. Ich finde Upstart ja total klasse und das Read-Ahead, also die Startphase von Ubuntu. Das Einzige, was mir ankotzt, ist, wenn das Ganze so schnell geht, dass die Festplatten zu langsam waren, zu sagen: Hallo, ich bin eine Festplatte. Muss man jedes Mal neu starten. Was ich noch nicht unterschlagen wollte: Gestern Abend haben wir uns einen lauschigen DVD-Abend gemacht. Und haben zum einen Julie und Julia geguckt, also so ein Frauenfilm. Eigentlich, aber ich muss sagen, der ist tatsächlich witzig. Also macht Spaß zu gucken und ja, ist, hey, auch was für Männer, zwar nicht offiziell, aber ist es. Ja, und der zweite, den wir geguckt haben, der ist so ein Männerfilm, war Taking of Pelham 1, 2, 3, und zwar die Neuverfilmung, also mit Denzel Washington und John Travolta. Ja, da war ich ja auch, als ich es gelesen habe, wird veröffentlicht und, war ich ja auch mal sehr skeptisch, weil, ich sag mal, sind wir mal ehrlich, die Wiederverfilmung von Klassikern wird selten auch nur annähernd gut. Ja, es gibt Ausnahmen, geschenkt. Muss ich sagen, der Stoff ist tatsächlich so adaptiert, dass ich ihn jetzt nicht langweilig fand. Die Geschichte ist halt nicht 1:1 wieder verfilmt, sodass du sagen kannst, ja, und jetzt passiert dieses und jenes und folgendes. Das ist gut transportiert ins Jetzt.
Heißt also, ist echt empfehlenswert. Falls irgendjemand außer mir den noch nicht gesehen hat, ist gut guckbar, also macht auch Spaß. Einzige, also ich finde den Schluss vom Original, also das Original immer noch besser, aber ja, für ein Remake echt zu empfehlen. Also wie gesagt, ausnahmsweise mal Filmtipps, ne? Julie und Julia, top. Und wie heißt die auf Deutsch? Entführung der Pelham 1, 2, 3 auch zu empfehlen. Oder halt The Taking of Pelham. Das Remake von Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3. Also bei dem Original, The Taking of Pelham. Jo, das war's. Das ist quasi Wochenende. Es war erst Mittwoch, aber ja, ich bin ja die nächsten 2 Tage zu Hause und beaufsichtige die Handwerker. Ja, mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Morgen soll ja dann Beton kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir werden sehen. Und ich bin dran mit Bekochen. Mal gucken, was wir machen. Für morgen gibt es, glaube ich, Auflauf. Meine Fresse, ist da schon dunkel. Ja, also mal ehrlich. Leute sind bescheuert. Kurzer Nachtrag zu meinem Chemie-Rent. Ja, eben gerade im Bus, ne? Werde ich Zeuge, Ohrenzeuge. Da sprühen sich Leute inzwischen schon mit Raumsprays statt mit Deo ein. Sagt die eine, ja, ich habe da mal dein Deo benutzt. Sagt die andere, welches denn? Na, dies hier, riech mal. Meint die, du bist doch doof, das ist Raumspray. Die hat sich mit Febreze statt mit Deo eingesprüht. Meine Fresse, so weit ist gekommen. Ist jetzt blöd, kann man nämlich kaum was erkennen. Also ich beschreibe es mal eben so. Das abgewalmte Dach ist schon drauf. Oder vielleicht geht es von der anderen Seite. So rum. Tja, auch nicht wirklich. Muss ich euch diesen heutigen Tag so halbwegs schuldig bleiben. Ja, soll niemand sagen, ich wüsste mir nicht zu helfen? Ist ja nicht so, als hätte ich keine Foto- und Filmequipment mir inzwischen zugelegt. Mal gucken, ob das Licht mit der Lichtschiene funktioniert. Ja, gar nicht so verkehrt. Also, wie man sieht, ist da oben das Abgewalmte schon dran. Oh, Dachrinne haben wir auch schon dran. Ah, ist Zink. Und diese Herren sind dafür verantwortlich. Ja, und wie man sieht, müsste ich jetzt eigentlich ziemlich beleuchtet sein. Ich sehe nicht mal annähernd, wo die Kamera ist. Ja, wir sehen, macht gute Fortschritte. Ja, morgen bin ich dann zu Hause und dann kommt, glaube ich, der Beton und die machen das Ding fest. Dann sage ich schon mal tschüss. Wie ich gerade erfahre, ist der Beton schon längst drin. Konnten wir natürlich gar nicht sehen, weil es schon fast stockeduster ist. Muss ich mal einen Blick drauf werfen.
Yep. Alter, okay. Muss einem dummen Menschen gesagt werden. Es hieß ja Donnerstag. Was ja morgen wäre. Okay, soweit. Tschüss.